Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um ein Top-Shark-Produkt. Dieses kommt von Banggood. Nämlich habe ich hier den TSV C1. Was könnte das sein? Nun, es handelt sich dabei um einen Nass- und Trockensauger, also einen Werkstattsauger. Und wenn ihr darüber mehr wissen möchtet, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Hier von Topshark habe ich euch ja schon einige Werkzeuge und Geräte hier vorgestellt. Heute soll es um diesen Nass- und Trockensauger gehen, der drei Funktionen vereint. Zum einen hat er 16 Kilopascal an Saugleistung. Wir haben einmal die Funktion des Nasssaugens. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, wenn irgendwie Flüssigkeit ausgekippt worden ist auf Fliesen oder auf Laminat oder sonst was, könnt ihr das schnell damit wegziehen. Und ihr könnt natürlich auch trocken saugen. Und was der Sauger auch kann, er kann auch blasen. So könnt ihr zum Beispiel den Schlauch an der Hinterseite dann anschließen und somit könnt ihr dann auch Werkzeuge zum Beispiel freipusten. Anschlussleistung ist 1000 Watt. Wir haben eine Netzkabellänge von 4,5 Metern, eine Schlauchlänge von 2 Metern und das Produkt ist etwa 33 x 32 x 47 cm an Volumen, was ihr dafür benötigt, wenn ihr den irgendwo hinstellen wollt. Wenn ihr euch den bestellt, der kostet etwa 60 Euro. Ich verlinke euch das Produkt unten in der Videobeschreibung. Wenn ich noch einen Code vom Hersteller bekomme, findet ihr den auch unten, dann wird es vielleicht noch mal ein paar Euros günstiger. Bestellt den bitte aus tschechischen oder polnischen Lager. Denn dann ist er innerhalb von 1, 2, 3 Tagen dann bei euch. Wenn ihr den aus China bestellt, ist es etwas teurer. Ihr braucht auch keine Angst haben, wenn ihr den aus China bestellt. Vielleicht ist er da sogar ein bisschen günstiger. Dann kommen auch nicht noch irgendwelche Zölle oder irgendwelche Einfuhrumsatzsteuern oder sonst irgendetwas drauf. Das macht Banggood alles im Vorab für euch. Also braucht ihr keine Angst haben, dass an der Tür noch einer etwas mehr kassiert. Der Preis, der euch angezeigt wird im Warenkorbsystem, der ist dann euer Endpreis. Wir packen den mal aus und wir gucken uns den mal etwas genauer an. Ja, so sieht das Gerät dann erstmal ausgepackt aus. Der Rest ist hier sicherlich im Behälter drin. Wir haben hier ein zweiteiliges Rohr, was wir noch nutzen können, können wir zusammenstecken. Das ist auch, wie ihr hört, recht robust im Nehmen. Das ist also nicht so dünnwandig, also macht erstmal einen recht guten qualitativen Eindruck. Dann haben wir eine Bodendüse mit hier vorne ausfahrbaren Borsten. Die kriegen wir dann so heraus, indem wir oben einmal drauf treten oder drauf drücken. Und dann sind hier die Borsten einmal herausgefahren. Hier vorne haben wir nochmal, kennt ihr so von Polsterdüsen, nochmal so ein etwas weichere Borsten mit dran. Und hinten ist noch eine Gummiabziehlippe, die ihr auf die gleiche Weise hier auch herauszieht. Und auf diese Weise könnt ihr dann harten Boden auch prima von Feuchtigkeit befreien und damit dann das Ganze nochmal abziehen. So, dann schauen wir mal in den Behälter rein, der übrigens 20 Liter an Volumen aufnehmen kann. Oder gucken wir uns den erstmal von außen an. Unten drunter werden dann noch Rollen montiert. Hier vorne ist der Einlass, den wir hier mit dem Schlauch dann bestücken müssen. Das wird dann hier einfach einmal so drauf gedreht und dann wird das arretiert. Zeige ich euch dann gleich hier oben, der Ein- und Ausschalter. Es gibt demnächst auch ein neues Gerät, das wird sicherlich eine Steckdose hier mit dran haben, wo ihr dann auch Geräte zum Beispiel mit anschließen könnt. Aber Geräte könnt ihr natürlich auch so dran anschließen, zum Absaugen, wenn ihr da irgendwie eine Kreissäge oder irgendwie eine Stichsäge oder damit dann absaugen möchtet, dann geht das damit natürlich auch. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung nochmal so einen Absaugadapter, womit ihr eigentlich jeden Staubsauger mit jedem Gerät koppeln könnt und dann könnt ihr den halt manuell ein- und ausschalten. Mit einer Steckdose ist das natürlich immer bequemer, aber ihr seht schon, hier ist schon so etwas vorgesehen, also im höherwertigeren Modell, was demnächst dann auf den Markt kommt, wird das dann auch sein, aber viele brauchen das eben nicht, deswegen stelle ich euch dieses Modell auch vor. Hier hinten kommt die Abluft raus. Hier könnt ihr den Schlauch dann natürlich auch anschließen und dann entsprechend könnt ihr das Ganze dann zum Pusten benutzen und wenn ihr eine Maschine reinigt oder sowas, wenn da Sägespäne drauf sind oder sowas, habe ich also auch schon mal gemacht, dann könnt ihr das damit prima reinigen. Hier oben könnt ihr zum Beispiel Rohre einstecken oder auch Zubehör. Dann habt ihr das alles beisammen und könnt das zum Beispiel hinter der Tür verstauen. Hier oben ist noch ein Henkel dran, der ist aus Plastik gehalten, liegt aber recht gut und recht austariert hier in der Hand. Ansonsten haben wir unten auch einen Plastikbehälter und der ist sehr, sehr robust. Der ist sogar robuster als Edelstahl. Edelstahl, wenn da mal eine Beule drin ist, dann sieht das nicht so schön aus. Hier bekommt ihr keine Beule rein und solange wieder Weichmacher drin sind, wird das euch auch nicht irgendwie aufreißen oder brechen. Machen wir den mal auf. Der wird hier an den Seiten jeweils einmal zusammengehalten. Dann haben wir hier unten einmal den Filter mit drauf. Da ist einfach so ein Schaumstoff mit drum. So sieht das dann aus. Und hier in der Mitte ist dann so ein Schwimmer. Schaut mal, der geht dann hier hoch und runter.
Der ist grundsätzlich dafür da, wenn Wasser innen dann hochsteigt, das heißt, wenn der Behälter sich hier füllt, dann schwimmt der Schwimmer nach oben und riegelt dann irgendwann hier oben den Motor ab und dann kann hier kein Wasser in den Motor gelangen, sondern dann wird einfach die Saugleistung blockiert und dann könnt ihr auch nicht weiter einsaugen. Also wenn 20 Liter ungefähr erreicht sind, dann wird das Ganze nochmal abgestellt. Was mir hier richtig toll gefällt, ist, wir haben hier so eine Art Zyklon oder so ein Abscheider mit dran, sodass wir hier nochmal so einen extra Ring drum haben. Das habe ich also bei anderen Saugern in der Form noch nicht gesehen. Und ihr seht, wenn hier vorne der Staub reinkommt, dann fliegt der grundsätzlich erstmal hier gegen und sammelt sich natürlich dann unten im Behälter. Also haben wir so eine Art Zyklonsauger mit dran. Dann haben wir hier noch einen Feinfilter verbaut. Der sieht so aus. Den könnt ihr natürlich auch austauschen. Die gibt es natürlich auch als Ersatz. Ihr könnt da sicherlich auch andere Filter drauf machen. Ihr braucht theoretisch auch gar keinen Filter drauf machen. Aber wenn ihr damit zum Beispiel auch Asche oder sowas saugen möchtet, dann könnt ihr sowas auch nehmen. Einen Strumpf tut es allerdings auch. Irgendwie so eine Nylon-Strumpfhose oder sowas könnt ihr da als Tipp auch einfach drumherum ziehen. Hier unten ist noch weiteres Zubehör drin, wie ich schon gesagt habe, ihr könnt das auch mit normalen Pappsäcken, die gibt es auch als Fließbeutel zum Beispiel, könnt ihr das auch betreiben. Eine Bedienungsanleitung ist hier noch mit dabei, einiges an Düsen, hier haben wir einmal so eine Reinigungsdüse, die könnt ihr zum Beispiel prima fürs Auto nehmen und dann haben wir hier noch so eine Fugendüse, ich kann euch auch mal eine hochflexible Fugendüse nochmal verlinken, die ist dann ein bisschen länger und dadurch, dass die dann flexibel ist, gelangt ihr damit dann überall hin, zum Beispiel neben die Autositze und Mittelkonsole oder dazwischen viel mehr. Das ist vielleicht dann auch noch eine ganz gute Idee, deswegen schaut euch unbedingt mal unten die Videobeschreibung an. Dann sind hier noch die Rollen drin, die werde ich jetzt einmal unterstecken, dann bauen wir den mal zusammen und dann probieren wir es mal aus. So, nun habe ich das Gerät einmal gut zusammengebaut. An der Oberseite von diesem Deckel, von dem Motordeckel, befinden sich auch nochmal diese Einkerbungen, wo ihr dann tatsächlich auch Düsen zum Beispiel auch draufstecken könnt, dass ihr, wie gesagt, alles beisammen habt. Hinten dran haben wir sogar noch eine Kabelaufnahme. Da könnt ihr das Kabel dann einmal drumwickeln, sodass auch das dann am Platz ist. Und wir haben hier an der Seite noch die Möglichkeit, unser Saugrohr einmal einzuhaken oder einzustecken. Das funktioniert dann hier mit der Bodendüse zum Beispiel. Die können wir dann hier mit aufgestecktem Rohr zum Beispiel einstecken, sodass wirklich alles seinen Platz hat. Ich habe den jetzt einmal so konfektioniert, dass wir damit nass saugen können. Das funktioniert, indem wir hier einfach diesen Schaumstoff einmal drum haben. Ansonsten ist hier nichts mehr drin. Das heißt, der ganze Einsatz, der sonst, den ich euch eben gezeigt habe, den habe ich rausgenommen. Wenn ihr sowas als Ersatz braucht, dann braucht ihr das nicht extra irgendwo bestellen. Dann schneidet ihr euch das selber irgendwie zu. So einen Schaumstoff gibt es natürlich im Baumarkt auch. Ich sage euch hier mal die Maße. Das ist hier ungefähr ein Zentimeter an Dicke und dann braucht ihr hier die Breite von, naja, 10,5, 11 Zentimeter ungefähr. Da macht es aber auch nichts, wenn das ein Zentimeter mehr oder weniger ist. Da gibt es ja meistens solche Platten und dann schneidet ihr euch da irgendwas zurecht, bevor ihr das irgendwo teuer dann als Nachkauf bestellt. So, dann machen wir das Ganze einmal zu. Dann zeige ich euch noch was, wovon große Firmen auch nur träumen oder beziehungsweise das so nicht haben. Nämlich die Rollen können hier unten sogar noch verschraubt werden. Die sind also mit dem Behälter selbst verschraubt. Das ist bei großen Marken nicht so und da ist es mir tatsächlich schon passiert, dass da ab und an mal was abfällt. Ob das jetzt heute ein bisschen anders ist, ich habe den ja schon ein paar Jahre, den großen Sauger. Das weiß ich natürlich nicht, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr das wisst, ob die großen Marken das mittlerweile auch machen, dass das hier dann verschraubt ist. Das ist natürlich super, so kann der natürlich beim Rollen nicht sich irgendwie lösen, die eine Rolle, und dann kippt er um und sonst irgendwas, dann kippt das Ganze aus und das ist natürlich nicht so toll. Jetzt hole ich mal Wasser und dann saugen wir mal Wasser ein. So, wir probieren das hier mal anhand von einem Liter Wasser aus. Ihr könnt ja mal stoppen, wie schnell das Ganze hier herauskommt. Ich tauche jetzt einfach mal hier diesen Saugrüssel einfach ein und dann schalte ich das Gerät an und mal sehen, wie schnell er das leer zieht. So, das war jetzt also ein paar Sekunden und wir sind hier so gut wie knochentrocken. Ein bisschen kleine Pfütze bildet sich natürlich noch, aber ihr seht, was das Gerät hier tatsächlich an Nassleistung bringt. Ja, jetzt habe ich den Sauger einmal auf trocken umgebaut. Ihr müsst ihn natürlich innen dann auch mal auswischen. Es empfiehlt sich auch, den Schlauch einen Tag vielleicht mal liegen zu lassen. Ihr solltet das nicht kombinieren, nass saugen und trocken saugen, denn sonst verschleimt das natürlich innen. Dann setzt sich der Staub, den ihr dann hinterher vielleicht einsaugt, auf dem nassen Schlauch innen ab. Und das ist natürlich alles nicht so doll. Wenn das dann trocknet, dann rieselt das raus. Und das ist alles nicht so schön, wie gesagt. Also trennt das wirklich. Wenn ihr nass saugen wollt, saugt nass. Und wenn ihr trocken saugen wollt, dann saugt trocken. Notfalls kauft euch lieber zwei Sauger.
Dann habt ihr auf jeden Fall weniger Schmattereien. Ja, dann probieren wir das mal mit diesem Staub hier aus der Absauganlage aus. Ja, das ging jetzt ja wirklich sehr schnell. Der Sauger ist übrigens sehr, sehr leise. Der hat nämlich unter 80 Dezibel. Wir können ja mal reingucken, wie sich das jetzt hier im Innenteil gestaltet. Und hier am Filter sieht man, wie ihr seht, gar nichts. Da ist also nichts dran vorbeigekommen. Wie gesagt, habe ich den ja jetzt hier mit diesem Feinfilter einmal versehen. Und wenn wir innen reingucken, dann sehen wir, da drin hat sich dann alles gesammelt. So wie das sein soll. So, zu guter Letzt fehlt noch die Blasfunktion. Da habe ich das Rohr hier einmal hinten angeschlossen. Wir werden gleich sehen, mit welcher Gewalt das hier rauskommt. Nicht, dass da Missverständnisse auftreten. Das geht natürlich oberhalb des Filters dran vorbei. Das heißt, er holt nicht innen irgendwie die dreckige Luft raus und pustet das dann hinten raus, sondern hier kommt wirklich die gefilterte Luft heraus. Und ihr werdet gleich sehen, mit welcher brachialen Gewalt das hier hervorstößt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr damit natürlich eine Maschine abpustet, solltet ihr natürlich rausgehen. In der Werkstatt macht das natürlich auch wenig Sinn. Aber wenn ihr draußen irgendwie was zu tun habt mit einer Kreissäge oder einer Kappsäge oder sonst irgendetwas, dann kann man die damit natürlich super einmal zum einen absaugen oder zum anderen auch abpusten. Ja, jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Gerät hier denkt. Ob ihr das vielleicht sogar schon zu Hause habt. Der eine oder andere wird mit Top Shark Produkten sicherlich auch schon ausgestattet sein. Ansonsten, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es mal Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit an Bord seid und sorge bis dahin.